Hier können wir nicht irgendwo rein oder so, ne? Nee. Ah! Some questions cannot be avoided. Muss man dann auch richtig angucken, die Wand. Ah, da kommt man dann so durch und dann kann man das einsammeln. She had so much potential and this is a terrible shock, especially now. She had been accepted to Smith College and was all prepared for the move. Nee, ich glaube, ach so. Ich weiß immer nicht, ob ich da ernst drauf antworten soll. Wahrscheinlich nicht. Oh, überall leuchtet hier was zum Einsammeln. Guckt euch das an. Da vorne, da hinten drei. Hier rechts war noch eins. Aber gerade für so ein günstigeres Spiel ist es halt echt technisch ziemlich gut. Sieht schick aus, läuft super flüssig. I didn't even have to ask about the car stealing tattoo. I hate it. It's garish, rude, common. He can sense my disapproval, but I suppose it's too late. All tattoos come with the danger of regret. Ja, er hat irgendwie 1000 Tattoos, die halt irgendwie immer irgendwas bedeuten in seinem Leben. Da hast du recht, Minecraft. Für den ernsten Beam nicht offensichtlich genug. Witness only saw the suspect's face briefly, much of face obscured. By suspect appeared to be white male with blue eyes. Where am I? This isn't right. Listen, I don't know if there's anything I can do, but looks like you could use some help. I don't know how I got here, or even where here is. I can't remember what happened to me. Why am I like this? I'm sorry to tell you, kid. But if you're here, it means you're dead. I knew it. Look, I'm in a similar situation. Now, I used to be a detective. Let me take a look around and see if I can find anything that will help you make sense of all this. I don't even know where you'd start. Is there anything you remember? It doesn't matter how small. Sometimes the tiniest detail is all it takes. I remember lots of people. And this rowboat, everyone was scared. And I keep seeing the name Monahanset. That's a start. Let me see what I can do. Monahanset.
It doesn't look like she remembers much. I wonder what the name on her handset refers to. Yeah, yeah. Man ist auf jeden Fall nicht der einzige Ahnungslose hier. The Picture of the Survivors ist so Mono Hansen Steamer Wreck. Ja, hier wird einfach ein Schiff auf Grund gelaufen sein, oder? Looks like a memorial of some kind. It looks like there was some kind of loving tribute left here. I wonder if it has anything to do with a girl. I'll bet people left more than just this around here. Finding that stuff could help piece things together. A bunch of candles were left over the years. Most of them look like prayer candles. Heißt es, hier ist oben eventuell noch was? Hier oben war ich ja eigentlich schon. Anscheinend nicht. Limbo. Genau, so habe ich es zumindest jetzt verstanden. Also Limbo haben sie es bisher zumindest noch nicht genannt, aber ich glaube, eigentlich meinen sie das. Also so eine Zwischenwelt, in der man halt gefangen ist, bis man seine Ruhe gefunden hat. This is her obituary. She died when a robo capsized and sank. Her body was... Girl's obituary. It says she was in a rowboat. Returning to the sinking Mono Hansett right before she drowned. Also sie ist dann wieder zurückgefahren zu dem Wrack. What is she doing on a rowboat? Nee, das muss irgendwie alles immer in der Nähe sein. Aber vielleicht reicht es auch schon. Where did the lady on the beach die? On the rowboat. Aber dann muss es doch jetzt das sein, oder? Kann man die Sachen ja auch verbocken? Aber das sind nur Überlebenden, das ist doch dann auch Quatsch. Ja, vielleicht. Vielleicht, das ist auf jeden Fall schon ein fester Begriff. Da ist noch was. Der quasi schon definiert ist. There's a note. You will be deeply missed. You are a hero to us all. Hero to us all. Ah, quasi erst das und dann die. Sie hat anscheinend noch Leute gerettet. Also erst das und dann doch die Überlebenden. Okay, dann habe ich genau die falschen angedingst. She was a hero. She saved a lot of people before her rowboat sank. She needs to know how much she meant to them. Also sie war nicht mit auf dem Schiff, sondern sie hat gesehen, dass das Schiff gekentert ist und ist hingefahren, hat so viele Leute aufgeladen, wie sie konnte, ist zurückgefahren und dabei ist aber ihr eigenes Boot untergegangen und sie ist ertrunken, aber die haben überlebt. Im Tisch, ich glaube, das war nix. Ach so, das hatten wir schon, glaube ich.
Nee, das hatten wir noch nicht. Keine Ahnung, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht anwählen. Did you find anything? That name you remember, the Monohansett? Turns out it was a steamer ship that sank right outside of Salem Harbor. If it weren't for you, a lot of people would have died. You're a hero. If I saved everyone, then how did I die? No, no, you didn't save everyone, but you were trying to. Your rowboat capsized. I can't swim, so I must have drowned. I'm sorry. Ach, sie kann nicht mal schwimmen und hat das gemacht. Krass. Don't be. Thanks to you, instead of fear and sadness, I feel pride. If it weren't for you, I would never have known. Thank you from the bottom of my heart. Ja, auf jeden Fall traurige Geschichte. I'm glad I could help. Oh Mann, ey. Ninja. Das könnten wir auch nochmal spielen. Das ist auch traurig und gruselig. Ich mache aber mal kurze Pause, hole mir ein Getränk und öffne mal die Balkontür. Es ist ziemlich warm hier drin. Eine Sekunde. Ich glaube, viel mehr ist hier auf jeden Fall nicht. Also gehen wir nun wirklich mal zur Kirche, wie wir es schon seit einer gefühlten Ewigkeit vorhaben und immer noch irgendwas anderes finden. Ich habe Burger gebraten. Ich habe vorhin 2 Burger gegessen, morgen esse ich noch 2. ...1874 gegründet. Die Kirche. Pirate History Plague. This spot overlooks the favored launching point of many privateers who operated with tacit permission of the Continental Navy during the Revolutionary War. Salem was a primary harbor for heavily armed and fast-moving ships that would attack Royal Navy ships as they attempted to apply pressure to the neighboring port of Boston Harbor. Okay, Militärhafen. Ja, nee, auf jeden Fall super lecker. Aber ich hatte es eine Weile echt häufig gemacht und heute habe ich mich mal wieder drüber gefreut. It's hard to put into the words the happiness Julia brought to my life. The pictures we took at the beach came out surprisingly well, considering it was almost dark. The one I got of Ronan just as the sun was setting was brilliant. It wasn't much for catching Ronan's features. But my, what a silhouette that man cuts. He makes everything around him look good. Salem could use that shot to sell itself as a beach resort. Okay. Ah, Leuchtturm. Oh man. Church. When you're running away, you need a sanctuary. A place where nothing bad can touch you. But you can never escape the questions. They follow you everywhere. Es erinnert mich ein bisschen an Deadly Premonition, auch wenn Deadly Premonition sich nicht wirklich ernst nimmt. Und halt so asiatisch überzeichnet ist oft. Das könnte man auch mal spielen. Aber da wird viel mehr geballert und so. Das ist nicht so ein Spiel mit viel Dialogen und so. Need to figure out where the witness is. Da wird zwar auch ein Kriminalfall gelöst, aber es hat schon mehr was von einem Resident Evil oder so.
Genau. Oh, hier finden wir Segen. Auch nicht schlecht. Okay, da dürfen wir anscheinend nicht lang. This organ, rebuilt in 1919, is dedicated to the souls of this parish lost in the Great War. Near this spot, the original St. Benedict's rectory was lost to flames in 1901. Das Original ist 1901 verbrannt, 1919 haben die zumindest die Orgel da neu gebaut. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ach, hier haben sie geheiratet. There's one promise I never regretted. The best day of my life. We had known from the start we would end up here sooner or later. Kann man nicht einfach rumgehen, indem man da rausgeht? Nee, kann ich nicht. Okay, da kann ich nicht raus. Natürlich alles im Salem, ja. Ach, da ist sie. Where is she? Wasn't there a clue about the church and the apartment? Ja, das war die Fotos. Nein? Give me more information about this. Na hier, von dem Foto wissen wir, dass sie hierher ist. Ja, die obscured Fotos sind es dann wahrscheinlich auch nicht, weil das ist ja nochmal doppelt gemoppelt. There's a church. Folgte daraus. Ja, die Fotos. Father, do you have anywhere that I could stay just for a little while? Oh, of course, dear. The church is always here now. I think we have an old attic you can stay in for as long as you like. Auf dem Dachboden stand sie übernachten. Staying in the attic? The priest told her she could stay in the attic. Where would that be? I better go check it out. Ja, die Frage ist aber, wie kommen wir da hin? Oh, ein Rabe. Können wir den nicht irgendwie übernehmen oder so? Der zittert auch so komisch, wieso kann ich mit dem nichts machen? Vielleicht später. The man is who he is. I can't help myself. I try to stay away, to be sensible, to consider someone I could actually share a normal life with. But I find myself thinking of Roman all the time, and I can't stop. Can't. This is it. This is what real love is. So. Okay, hier sind aber überall Raben. Kann ich nicht übernehmen. Kann ich mit der reden? Hey, 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 it's okay.
Just don't go near them. I couldn't look anymore. I had to stop it. Those hands, they tore my soul, at my mind. It's your eyes. They get in through your eyes. All right. Just calm down. You're not making any sense. Shh. What? They're coming for you. Wo? Was ist das, Kenner? Wurdest du mal von denen gekillt, Marinecraft? Ich hab da vor denen zwar tierische Angst, aber bisher habe ich es gut überlebt. I can't smell good. It smells perfect. It smells like her. So you just decided to help yourself to her closet? No. The ones in her closet were too new. Besides, she knew someone had been in there. I waited until she threw them out. You know, I was always good at waiting and watching. Sometimes she would look around like she could feel me watching. And if she caught you, then what? Your whole world would come crashing down. Why? It never has in the past. I deal with her the way I dealt with the others. And then I move on to the next one. Moving on in this place might be harder than you think. What was that? Thought I heard a sound. Okay. Ich will's gar nicht rausfinden. If there's someone up there, please start protecting us. A lot of prayer is going up right now. Not just hers. Bin ja froh, dass ich bisher noch nicht so viel Gelegenheit hatte zu sterben. I don't think that he's at least I'm not alone. Sind die so schon unheimlich genug? We watch an old black and white gangster movie marathon together, night before last. Right before last? I couldn't believe he'd never seen them. I loved the romantic parts, he loved the tough guy parts. When I bought him the fedora the next day, he looked confused but adapted it so quickly. It's just part of him now. I don't think he'll ever take it off. Ah, sie ist der Grund, warum er den Hut auf hat. Passt auf jeden Fall zu ihm. Ach, kannst du das mal wegsaugen hier einfach? Okay, also ich kann weder da noch da durch. Hier mit dem reden? Ach so! Ich kann doch bestimmt den Prozess und dann geht er durch. Nein, während der Summe kann ich nicht raus. Dann müssen wir jetzt nochmal eine Runde gehen. So swag. Ja. Jetzt kommen die Geister. Die Dämonen. Attic must be up there. Fahrstuhl kann man wahrscheinlich nicht benutzen. Ah, sie aber schon.
kann ich da bestimmt irgendeine Wand wieder mit dem Graffiti. Oh Mann, dieser Sound, ey, das macht einen ja wahnsinnig. Nee? Aber hier so ein Zeichen war auf dem Boden. Dann geht es in der Regel irgendwo um die Ecke. Noch 6 Segen. Ja, die Katze können wir gleich wieder übernehmen. Ah, okay, mit der Katze kommen wir bestimmt da durch dann. So, we just have to make sure none of the little critters get trapped in here. They want excellent food under these conditions? What happens why they use incense, huh? Na gut, ich kann ja auch so durch. Ah! Oh, ich bin erschrocken. I'm sorry, ma'am. The request form said it would be a Puritan theme. 7 dunkle Blätter überstehen. Look at that. Just look at it. You call that Puritan? There's plastic in that. You think it was plastic anything when they met it all? Oh Gott. Did you? Authentic Puritan is organic, rustic, yet tasteful. It says Salem. This whole wedding says Salem. It's a statement of pride.